bist ein braves Pferd, Nobu. So. Hör.
Okay.
Flotta, no good.
hazır ya. Yaç dostlar, hiç bas. Not your heart. Yavaş dostlu. Oy! Bunu kıkta! Ah!
Mein Herr, es ist furchtbar. So viele Tote, aber kein Blut. Was ist passiert? Eine Seuche, mein Herr. Man hat Leichen in den Brunnen geworfen und diese Menschen tranken nichtsahnend daraus. Ein grauenhafter Tod. Wir sollten sie begraben. Wir müssen sie verbrennen, damit die Seuche sich nicht ausbreitet. Aber das wird leider nicht reichen. Einer der Kranken wird vermisst. Ich finde ihn. Von hier führen Fußspuren weg. Er wollte wohl Hilfe holen. Wenn er lebt, bringe ich ihn zu einem Heiler. Ansonsten verbrenne ich ihn. Good.
Hm? Rara, Nobu. Kämpfen wir! Stilllassen. Ich dachte, kein Samurai überlebte die Schlacht von Komoda. Sie erwischten mich an der Kreuzung nördlich von Tsuzu. Sie verschleppen jeden, der vorbeikommt. Sie kontrollieren die Straßen, um Reisende als Zwangsarbeiter zu verschleppen. Kann man sie irgendwie aufhalten? Ich versuche es. Bleib vorerst dieser Kreuzung fern. Wenn Fürst Shimura wirklich gefangen wurde, müsst ihr ihn retten, Herr. Mein Herr, wollt ihr euch den anderen anschließen? Was meint ihr? Ich hörte, in der Präfektur Asamo sammelt sich eine kleine Widerstandsgruppe. Auch andere wehren sich gegen die Mongolen? Tapfer. Aber gefährlich ohne Training. Ich suche sie.
Was ist passiert? Banditen, mein Herr, sie haben mein Essen geraubt. Wirklich alles. Wohin sind sie weitergezogen? Nach Nordosten, in die Wälder. Wenn ich sie finde, werden sie für den Raub büßen. Bitte tut ihnen nichts. Sie sind so verzweifelt wie ich. Ich verspreche nichts. Das Essen ist fast aufgebraucht. Da drüben ist irgendwas.
Weiß, das ist wohl das geraubte Essen. Mein Herr, ihr seid zurück. Ich habe euer Essen. Reis. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt Reis hatte. Wurde er euch nicht gestohlen? Bitte, verzeiht mir. Ihr habt mich angelogen. In solchen Zeiten verdienen Banditen nichts zu essen. Außerdem bat ich euch, ihnen nichts zu tun. Sie ließen mir keine Wahl. Das tut mir leid. Ihr hättet nicht lügen sollen. Ich hätte euch auch so geholfen. Ich tue es nicht wieder. Versprochen. Fürst Sakai und auch die Klinge eurer Familie. Es ist wahr. So. Wisst ihr von dem Samurai, der umherzieht und den Feind tötet? Meine Schwägerin sah ihn. Er ist echt. Kein echter Samurai. Ihr wirkt bekümmert. Was ist? Ich sah einen furchtbaren Kampf am Kuta-Gehöft mit an. Banditen und Mongolen schlachteten einander ab. Normalerweise würde ich sie einander umbringen lassen. Doch dabei könnten andere in Gefahr geraten. Haltet euch dort fern. Ich sehe nach. Die Kugeln in Fesseln erst beim Aufprall.
Darf ich euer Katana für euch schärfen? Schärfer denn je. Verzeiht, ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Eine Ehre, euch zu dienen, mein Herr. Möget ihr durch Buddha Frieden. Wie sitzt eure Rüstung, mein Herr? Ihr habt meinen Dank. Eine Rüstung wie diese lässt euch nie entstehen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Es war der Samurai. Harvo! Thank you.
Nobu, komm! Laufen wir weg. So. Ein Samurai. Was ist mit euch passiert? Es gibt einen Händler, der für die Mongolen arbeitet. Sie gaben ihm ein eisernes Zeichen. Wir wollten es ihm wegnehmen, aber er hat so viele Wachen. Dieses eiserne Zeichen muss kostbar sein, wenn ihr euer Leben riskiert. Wer es trägt, kann frei auf den Straßen reisen, ohne von Mongolen angehalten zu werden. So etwas könnte ich gebrauchen. Ihr könnt es gern versuchen. Wir mussten fliehen, aber der Händlerwagen ist noch oben an der Straße. Ich werde das eiserne Zeichen suchen. Bleibt hier und versorgt eure Wunden. Seid vorsichtig. Die Mongolen werden nach ihren Männern suchen. Gegen die Männer von vorhin. Keine Spur vom Händler. Das eiserne Zeichen ist nicht hier. Von vorhin. Ich sollte sie warnen. Mein Herr, ihr müsst den Händler mit dem eisernen Zeichen retten. Er ist mein Bruder. Euer Bruder? Ich habe ihm das Zeichen gestohlen, damit er seine Familie nicht entehrt. Wenn er die Mongolen unterstützt, verdient er den Tod. Nein, er ist ein guter Mann. Bitte. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde ihn suchen. Danke. Seine Mörder haben bestimmt Spuren hinterlassen.
dort entlang. Schnell, Lobo! Sind sie abgebogen. Sie den Händler haben, sind dort drin. Hinten liegen Mutter.
Hilfe! Alles wird wieder gut. Ihr habt mich gerettet. Vielen Dank. Spart euren Dank. Laut eurem Bruder arbeitet ihr für die Mongolen. Sie wollten meine Familie beschützen. Unsere Schwestern, wenn ich Vorräte für sie transportiere. Und jetzt ist euer Bruder tot. Er führte die Männer an, die euer Zeichen stehlen wollten. Nein! Oh, dieser Narr! Deshalb dachten die Mongolen, ich hintergehe sie. Ich hatte nie ein eisernes Zeichen. Außerdem ist der Name des Eigentümers eingraviert. Dann sind sie nutzlos für andere. Ihr könnt gehen. Wenn ich höre, dass ihr wieder für die Mongolen arbeitet. Die würden mich eher töten. Und meine Familie wird mich jetzt hassen. Ich habe nichts. Nichts. Was soll ich jetzt tun? Wofür lebe ich? Thank you.
Hilfe! Flotte, Lobo! Braver Junge. Ein Feind! Sofort in Deckung! Ich lasse ihn nicht vorbeikommen. Here!
Schnell, Nobu! Sich nach tiefen Stürzen ab. Ein Trick von Dieben. Mein Herr, seid ihr auch hier, um der Asamo-Liga zu helfen? Noch nie davon gehört. Bauern und Fischer haben sich gegen die Mongolen zusammengetan. Ich kam aus Ariake, um sie auszubilden. Ich bewundere ihre Tapferkeit. Wie geht die Ausbildung voran? Sie sollten mich schon vor Stunden hier treffen. Ich wollte sie gerade suchen. Ich reite mit euch. Ihre Anführer sind in einem Gehöft in der Nähe. Sie werden wissen, wo der Hauptmann ihr Lager hat. Als Kind träumte ich davon, ein Samurai zu werden. Jetzt reite ich neben einem Echten. Doch ihr wisst, wie man kämpft und mit Pferden umgeht. Mein Dorf an der Küste wurde ständig von Piraten geplündert. Sie töteten meine Eltern, als ich jung war. Ich lernte mich zu verteidigen. Ich hoffe, mein leidvoll erworbenes Können kann den Leuten hiervon Nutzen sein. Kein großer Unterschied zu den Samurai.
Mein Herr, ihr schmeichelt mich. Dort vorne brennt es. Das Bauernhaus. Mäht sie nieder. Sie gefunden haben, dann vielleicht auch den Haupttrupp. Ich hätte früher kommen müssen. Wir können die anderen warnen. Hört ihr? Sie können den Haupttrupp entdeckt haben. Wir müssen ihnen helfen. Schnell, mein Herr! Wartet! Hierher! Zu spät. Wir können nicht alle retten. Dann werde ich die Toten rächen. Ein Samurai bewahrt Ruhe vor einem Kampf. Wartet! Ihr werdet für eure Verbrechen bezahlen! Es geschafft. Ihr habt Talent, doch ihr seid bei eurem Ansturm fast gestorben. Machen euch die Mongolen nicht wütend? Die wichtigste Waffe eines Samurai ist er selbst. Ohne Kontrolle riskiert ihr zu verlieren. Verstehe. Ich sollte nach Hause zurück und meine Gefühle beherrschen lernen. Kämpft weiter. Wir brauchen Leute wie euch. Doch vergesst die Lektion nicht. Das werde ich, mein Herr. Yeah.
Ist alles in Ordnung? Darf ich euch auf eine Tasse Tee einladen? Tee. Ist das nicht die berühmte Key-Sake-Brauerei von Asamo? Bitte. Hier entlang. Entschuldigt, mein Herr. Ich konnte dort nicht frei sprechen. Die Mongolen könnten es hören. Die Mongolen waren hier? Die trinken hier alles leer. Sie haben guten Geschmack. Kisake ist der Stolz von Tsushima. Im Gegensatz zur Pferdepisse, die sie saufen. Ich glaube, es ist Stutenmilch.
Ist da ein Unterschied? Wann kommen Sie wieder? Bald. Versteckt euch und die Arbeiter. Ich kümmere mich um sie. Ich muss eine gute Stelle für einen Hinterhalt finden. Hergehört. Kommt alle her. Wir müssen über die Mauer rein. Uns niemand sieht. Die Frauen für den Mongolen neu. Mein Herr. Es kommen mehr Mongolen, wenn diese Männer nicht zurückkehren. Könnt ihr bleiben? Ihr könnt so viel Sake trinken, wie ihr wollt. Das geht dann aufs Haus. Ich fürchte, ihr müsst umziehen. Geht zum goldenen Tempel in Ariake. Dort suchen viele Zuflucht. Vielen Dank, mein Herr.